Gang. Schön in die hässliche Kinder. Ob's den wehtut? Der Fresse. Das war doch. Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Susanne und Wolfgang Nörgel sind begeisterte Golfspieler. Mehr ja, sehr begeistert. Wie können die sich überhaupt Golf leisten, wenn der überhaupt nichts mehr verdient und sich gar nichts leisten kann? Mehrmals in der Woche gehen die beiden ihrem luxuriösen Hobby. Mehrmals? Jetzt komm, luxuriöses Golf, na nun wirklich nicht, oder? Ich wollte schon immer mal Golf spielen gehen, einfach mal probieren. Aber wir haben hier keinen Golfplatz. Nach. Golf ist der Sport der Könige. Und mit einem Handicap von 9 spiele ich auch königlich. Eindeutig. Susanne Nörgel kommt heute etwas zu spät zu. Also ich glaube, wenn ich Golf spiele, ich würde den Ball einfach nicht wiederfinden. Nein, ich würde ihn nicht wiederfinden. Ihre Mann, denn sie musste noch eine Beschwerde einreichen. Ich habe mich soeben bei Marshall beschwert. Man, ich habe Kinder es auf dem Rasen gesehen. Aber Kinder sind doch eigentlich herzlich willkommen hier auf dem Golfplatz. Kinder haben Corona. Kinder haben Corona. Man kennt es, die Corona-Kinder sind unterwegs. Ich möchte nicht, dass der Golfplatz wieder gesperrt wird wegen den asozialen Gören. Nett, Alter, nett. Das sind solche Snobs, die es aber leider wirklich im echten Leben gibt. Nachdem Susanne Nörgel alle Kinder vom Golfplatz entfernen lassen hat, kommt sie bei ihrem Mann an der Driving Range an. Sehr nett. Ah, da. Das sieht aus wie so eine Pferdekoppel, wo sie gleich rausrennen und losrennen. Vieh, hier ist super. Ja, pack halt mitten davor. Entschuldigung. Wolfi, mein Purzelbärchen. Susanne, da bist du ja. Wieso hat das so lange gedauert? Kinder stinken. Wie Tiere. Warte mal was. Wieso hat das so lange gedauert? Kinder stinken wie Tiere? Ja. Stinkekinder. Stinkekinder. Man kennt's. Nur gut, dass die mal kein Kind war. Bebe. Da waren Kinder auf dem Golfplatz, Wolfgang. Oh nein, hattest du eine Maske auf? Ich habe die Luft angehalten. Einmal wegen der gefährlichen Kinderbakterien und zum anderen wegen des widerlichen Kinder... Die gefährlichen Kinderbakterien. Die können doch Erwachsenen gar nichts anhaben. Der Gestank ist. Herr und Frau Nörgel, haben Sie sich denn nicht impfen lassen? Um Gottes Willen, nein. Die Kinder können sich doch impfen lassen. Oh, mein nett. Luxuskörper würde den Impfstoff sowieso abstoßen. Ich habe... Definitiv. Definitiv. Also komm, weder noch. Nee, die Viren und der Impfstoff haben natürlich ihre Ehre. Ein sehr gutes Immunsystem, da mache ich mir keine Sorge. Und überhaupt, ich lasse mir doch nicht das billige Zeug spritzen, was alle jetzt haben. Bei mir muss es schon etwas von Gucci und Prada sein. Ja, eine Gucci-Impfung, wer kennt's nicht? So eine Gucci-Corona-Impfung kommt jetzt nicht auf den Markt. Gucci-Tech 5000, ja, in der Tat, das würde ich mir spritzen lassen. Generell achten Susanne und ich sehr darauf, unserem Körper keine Giftstoffe zuzuführen. Genau, deswegen lassen wir uns auch nicht impfen. Viel zu ungesund. Auch ein Weißweinwolf. Aber Wein saufen, Alter! Ich muss mich konzentrieren, Susanne, bitte! Na gut, es besteht aus Weintrauben. Hinten sind ja wieder die Kinder. Weintrauben los, sind ein Wolfgang, natürliches schlage Produkt. Sie mit einem Golfball. Oh. Oh, oh. Sehr gut, Wolfgang. Schön in die hässliche Kinder. Ob's den wehtut? Der Fresse. Das war doch. Schön in die hässliche Kinderfresse. Keine Absicht. Die Chance auf GV ist heute Abend deutlich gestiegen. Geht's dem Kind gut? Oha, Wolfgang. Oh, da würde ich aber auch Gas geben. Das Kind bringt uns nicht einmal den Golfball zurück. Wie frech kann man sein? Also das ist aber wirklich frech. Da muss ich jetzt mal eindeutig zustimmen. Wenn das Kind schon den Golfball absichtlich aus Versehen in die Fresse kriegt, dann muss es doch wenigstens den Anstand besitzen, den Golfball zurückzubringen. Susanne und Wolfgang Nörgel? Er war's. Er hat das Kind abgeschossen. Oh, nett. Vom Finanzamt Dithmarschen. Guten Tag. Oh, Scheiße. Wir versuchen Sie seit Wochen zu erreichen. Das hat weder mit dem Telefon noch mit der Post geklappt. Wenden Sie sich bitte an unseren Diener. Ja, er wird einen Termin für Sie vereinbaren. Los, Wolfgang, schnell! Das Kind ist wieder bei Bewusstsein. Susanne weiß nicht, dass wir komplett verschuldet sind. Ich muss den Typen vom Finanzamt irgendwie loswerden, sonst habe ich heute Abend kein GV. Sie verstehen nicht ganz. Wir haben nämlich... Dann ist es natürlich sehr wichtig, den loszuwerden. Aha. Ein ziemlich großes Problem. Vielleicht besprechen wir das lieber unter vier Augen, nicht wahr? Wir zahlen doch schon den Spitzensteuersatz. Was wollen Sie denn noch von uns? Darum geht's nicht. Wir haben extra CDU gewählt, damit wir Reichen nicht noch mehr abdrücken müssen. Raus. Sie haben Schulden. Sieht das hier etwa aus, als hätten wir Schulden? Er dreht euch. Ich habe die Zahlen schwarz auf weiß hier stehen. Dann kommen Sie mit Punkt vor Strichrechnung nicht klar. Das kommt davon, wenn man nur einen Realschulabschluss hat. Frau Nörgel, ich... Susanne, geh doch mal ins Clubhaus. Warte mal, der sagt weiß auf schwarz?
Was ist denn der für komische Grafik, Alter? Zum Trinken kleinen Pina Colada. Es ist ein Missverständnis, Wolfgang. Hören Sie, ich wische mir mit 100-Euro-Scheinen den Po ab. Was machst du? Junge, so ein 100-Euro-Schein sind nur fast zwei Videospiele. Ein paar Mal, Wolfgang. Um zu wissen, was das für ein Gefühl ist. Da kann... Ich will's gar nicht wissen. Das Papier ist nicht gerade schön flauschig. Also kannst du auch Sandpapier nehmen. Und es ist geil, Wolfgang. Sehr, sehr geil. Wir haben über 30 Gläubiger, die Geld von Ihnen einfordern. Ach ja. 30 Gläubiger, Alter. Wie lange ist der schon arm, Mann? Ah, wer denn zum Beispiel? Wo soll ich anfangen? Autohaus Brummbrumm. 10.000 Euro wurden... Autohaus Brummbrumm, man kennt es. ...angezahlt, der Rest 70.000 Euro nie überwiesen. Blödsinn. Hab ich gemacht? Nein, steht hier. Ich verstehe schon. Was verstehen Sie? Na, was Sie wollen. Ich möchte, dass Sie Ihre Schulden begleichen. Ja, ja, aber Sie persönlich. Ich kenne doch dieses Spielchen. Was meinen Sie? So, bitte. Für Sie. Was? Na, wie sieht's jetzt aus? Alles gar nicht mehr so schlimm, nicht wahr? Also das ist jetzt wohl nicht mehr... Also für ein paar Reiche ist 100 Euro schon wirklich wenig. Würde ich auch nicht akzeptieren. 200, kommen Sie schon. Sie wollen mich bestechen. Wir kommen der Sache schon näher. So im Monat. 5.000, 6.000 Euro. Meine Güte, da kann man... Das wäre ja schon ein Traum, Alter. Wenn so ein... Was ist das? Er kommt vom Finanzamt. Wenn er schon 6.000... Also da bewerbe ich mich dort nächste Woche. Kann man doch nicht von leben. Das werde ich melden. Wie, da kann man nicht von leben? Von 6.000 Euro im Monat kann man nicht leben. Und dann werden andere Geschütze aufgefahren. Dann werden andere Geschütze aufgefahren. Geh nur zu deinem lächerlichen 5.000-Euro-Job zurück. Ist wahrscheinlich auch noch brutto. Sehr gut, Wolfgang. Ist wahrscheinlich auch noch brutto. Der Nachmittag neigt sich dem Ende entgegen und Wolfgang steht vor seinem finalen Loch. Oh, oh. Konzentrier dich, Wolfgang. Der muss reingehen. Sanft und mit Gefühl, Wolfgang. Eins. Zwei. Hallo! Schnell, Wolfgang, bring mir eine Maske. Mein Handicap. Was willst du, Kind? Sie haben mich aus Versehen mit Ihrem Ball getroffen. Ja, aus Versehen. Also aus Versehen ist so weit in den Raum gestellt. Ich wollte Ihnen Ihren Ball zurückbringen. Da- Nett. Also man kann sich wirklich doch nicht beschweren. Ich zieh alles zurück. Sie bringt den Ball netterweise doch zurück. Ist dein Blut dran? Nein, danke. Ich will kein Corona kriegen. Keine Angst, ich bin geimpft. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt, ich will keine Impfung kriegen. Dann müssen wir ja nicht. Irgendeine doofe Kuh wollte, dass wir hier nicht mehr spielen dürfen. Ich war das. Aber wieso? Na, weil, also, sicher ist sicher. Ihr Kinder, wie soll ich sagen, ihr... Was? Ihr stinkt. Okay. Na, okay. Einfach okay. Sie halten übrigens den Schläger falsch. Was? Danke. Wir brauchen keinen Ratschlag von einem... von einem Kind. Geben Sie mal her. Nein, Wolfgang. Er will uns den Schläger klauen. So musst du halten. Und dann triffst du auch das Loch mit einem Schlag. Also, aha, wenn du das Loch da hinten mit einem Schlag triffst, schenke ich dir unseren Mercedes-Benz. Oh, oh. Junge, ich will wenigstens den Ball fliegen sehen. Mit einer Schnur, man kennt es. Im Zeichentrickfilm war es früher immer bei so Bugs Bunny und so mit Magneten unter der Erde. Hier ist es einfach mit einer Schnur. Oh, Kind. Fuck. Wie ist das? Perfekt! Vielen Dank. Wie ist das denn jetzt passiert? An Gut Appeldörr, dass wir hier drehen durften. Ja. Auch im Namen von Wolfgang. Oh. Hier seht ihr noch weitere Videos von uns und den Abonnier-Kanal. Den Abonnier-Kanal? Man kennt ihn. Ich brauche ein neues Glas. Ja, eindeutig, das ist kaputt gegangen ein bisschen. Junge, das war einfach zu geil. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da und nicht getan abonniert. Die Sinne verabschiede mich und bin damit raus.